Der Futura Classico, diesmal in einer Martini Edition. Das hat er gemacht, ja, Salvatore La Russa. Wir sind bei Zweirad La Russa und der hat mich direkt quasi angesprungen. Du hast das Design ein bisschen aufgewertet. Ein kleines bisschen verändert, ganz genau. Ist aber schön geworden. Ist sehr schön, definitiv. Ja, das Ganze mit italienischen Aufklebern, die an der Seite da sind. Aber es ist die halbe Wahrheit. Er kommt wahrscheinlich aus Fernost. Aber sowas erwartet man von der Design und von der Formsprache her. Eigentlich muss das doch aus Italien kommen. Und jetzt, wo man es so sieht, es könnte auch ein antikes Fahrzeug aus den 60er Jahren sein. Richtig, ein schicker Italiener, würde man denken, ganz genau. Guten Morgen. Moin. Ja, wir sind in Homburg. In welcher Straße sind wir? In der Eisenbahnstraße bei Zweirad La Russa. Zweirad La Russa am 1. Februar 2022 und hier steht er. Er hat schon einige Anleihen, die recht schick sind, denn das ist jetzt ein recht ausgewachsenes Fahrzeug, was die Länge angeht. Du hast noch etwas kompaktere Fahrzeuge, also wenn es wirklich um das Thema Länge geht, ich habe jetzt ein Campingfahrzeug, brauche ein sehr kurzes Fahrzeug, da gibt es auch noch etwas kürzere, die stehen hier vorne drauf, das macht was aus, aber das hier, da muss ich sagen, so stellt man sich doch so einen italienischen Roller vor, oder? Ganz genau. Also er sieht ja 1:1 genauso aus wie ein schöner Italiener, die man halt eben so kennt, ne? So, setz dich mal drauf. Über 1,80 Meter bist du groß. Und jetzt stell dir nur mal vor, wir sind ja hier in Homburg, da gibt es ja ganz tolle Gastronomien, sogar mit Eisdiele, allen drum und dran. Es gibt 1000 Einsatzmöglichkeiten für so einen Roller. Das könnte zum Beispiel der 16-Jährige sein. Man darf den schon ab 15 fahren eigentlich? Ab 15 darf man jetzt aktuell fahren, richtig. Mit 25 km/h dann, oder? Ja. Okay. Hier vorne siehst du, Lampe ist mit drin. Dann hast du natürlich die Gehäuse hier für die Hydraulikbremse in Metallausführung. Genau, da ist Bremsflüssigkeit drin, richtig. So, Hupe, ganz wichtig. Drin, genau. Bei so einem Fahrzeug braucht eine Hupe, eine Laute. Ah, du hast es aktiviert? Ich habe es jetzt aktiviert. Ich dachte, du wolltest die Hupe hören. Mach mal. So. Okay, Hupe hat er mit drin. Wie großer? Er hat keinen Verbrennungsmotor. Er hat einen Elektromotor. Darauf werden wir gleich mal kommen. Ersatzteile, wenn mir irgendwas sein sollte. Ich habe jetzt mal einen Sturz und so weiter. Kriegt man das? Das kriegst du alles bei mir natürlich. Alles, was ich verkaufe, dafür kriegst du auch alle Ersatzteile. Ersatzteile. Du hast ein Regen-/Windschild. Also wenn wir hier mal kurz reinfilmen, dann sieht man das ganz gut. Da ist ein richtig massiver Taschenhalter dabei. Ja, richtig. Aber Windschild, wie gesagt, Windschild ist ja im Prinzip ein Windschild, was du für die Beine, meinte ich. Für die Beine, ja, genau. Ja, das ist ein Beinschütz, ja, richtig. Wenn du jetzt einen Rock hast und so weiter, damit er nicht komplett aufgeblasen wird. Ja, du jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Mädels da auch ziemlich drauf abfahren. In Italien fährt jeder Roller. Also jeder zweite, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und wenn er ein Auto hat, dann fährt er auch einen Roller, denn das geht gar nicht anders. Du kommst zum Beispiel in Städten wie Rom, die sehr eng sind, haben sehr enge Straßen auch, gibt es auch sehr, sehr kleine Autos. Sitzbank in weiß, die war weiß vorher? Die war weiß, auf jeden Fall, ja. Okay. Die kann man auch anders bestellen, also kann man schwarz oder braun halt eben bestellen. Aber weiß, das passt jetzt natürlich perfekt. Und wir schauen mal hinten, dass wir das Ganze mal sehen. Auch hier hast du Runddesign, sehr klassisch. Und einen Stahl-Gepäckträger mit dabei. Und wir gucken mal gerade, da vorne hat es schon mal gedreht. Der Motor mit dabei von? Das ist ein Sunra-Motor. Okay. Also das hatten wir in einem anderen Video schon mal beschrieben. Das ist, in China ist das im Prinzip der Bosch-Motor. Okay, also der Hecknabenmotor mit dabei, der da für den Antrieb sorgt. Das Ganze zugelassen für bis zu 2 Personen. Das heißt, der hintere stellt denn die Füße hier vorne drauf? Der stellt die vorne ab, ganz genau. Da gibt es jetzt nicht extra noch Fußrasten dafür. Da hat man ja einiges an Platz. Da stellt man die Füße einfach hier mit drauf. Kann ich gerade mal kurz zeigen. Wenn ich da hinten sitze, kann man hier schön die Füße abstellen. Da bist du da drauf, der andere da drauf. Genau. Gut, jetzt wird das ja teilweise dann auch von sehr jungen Personen gefahren, aber du hast 2 Zielgruppen. Du hast auch sehr viel ältere Leute, die sich einfach den Spaß gönnen, ne? Auf jeden Fall. Das ist ja für jung und alt. Also da gibt es keine Grenzen, was das Alter betrifft. So, es gibt 3 Fahrstufen hier. Wir haben hier 3 Fahrstufen, genau. Erste Fahrstufe ist so, können wir gerne mal demonstrieren. Wenn wir hier mal Gas geben, Vollgas auf 30. Ja. Zweite 40, 41.
Okay, das heißt also, das ist jetzt im Leerlauf, muss man dazu sagen. Im Leerlauf natürlich. Okay, du hast drei Fahrstufen und je nachdem, welche Fahrstufe du wählst, wird mehr Energie auf den Motor geschaltet. Das merkt man auch bei der Reichweite. Das ist natürlich das Thema Windwiderstand und so weiter. Das heißt, wenn ich ökonomisch fahren möchte in der Stadt, dann fahre ich nicht immer Stufe 3. Nee, da fährst du eher in Stufe 2. Okay. Eins oder zwei. Das eins oder zwei. Ist aber ja wie beim Auto. Also hast einen Benziner, gibst du Gas, verbrauchst du mehr. Darf ich da mal reinschauen unter die Bank? So, mal ganz Schlüssel. So, dann klär mich mal auf. Was hier sieht man? Haben wir erstmal ein Ladegerät, das hier mit reinpasst, wenn wir einen einzelnen Akku drin hat. Ja. Hier kriegt man auch einen zweiten Akku rein. Ja. Da ist jetzt halt eben ein Stopper drin. Ja. Im Prinzip kann man. Ist das leer dann? Das ist jetzt aktuell leer. So, ach, du kannst einen zweiten Akku nehmen? Den können wir hier rausnehmen und können den dann gemütlich zu Hause laden. Okay, kannst du einfach mitnehmen. Genau. So, das Ganze ist ja keine Neuerfindung, sondern es ist in China, ist das komplett erprobt. Da fahren unglaublich viele von den Fahrzeugen rum. Und das ist das Ladegerät. Da könnte ich jetzt auch in der Firma laden zum Beispiel. Natürlich, kannst du überall laden, wo du eine Steckdose hast. Wenn der Chef es erlaubt. Ja, so ist es. So, Blinker habe ich mit dabei. Fernlicht ist mit angeschlossen. Ich habe zwei Rückspiegel mit eingebaut und einen Hauptschalter mit drin. Was hat der für eine Funktion? Der Hauptschalter, das ist die Stromversorgung. Okay, das heißt, ich kann den auch komplett kippen, ja. So, und hier könnte ich einen zweiten Akku nachkaufen. Hier könnte man einen zweiten Akku noch reinmachen. Genau, siehst du ja, von der Tiefe her ist genauso tief wie der hier. Und dann schalte ich den um, wenn der eine leer sein sollte. Richtig, richtig. So. So, einfach mal aktiviert. Das sind diese kleinen Spacer. Ja, genau. Einfach nur Halter, dass der Akku halt eben nicht hin und her rutscht. Okay, verstanden. Oben ist der Platz dann fürs Ladegerät mit dabei, sodass ich mein Ladegerät sogar spazieren fahren kann. Was ich mir vorstellen könnte, dass das auch einige machen, also die dann wirklich dann mitgehen. Hier an der Seite ist ja Sinn, ne? Da ist noch ein Fach. Da ist noch ein kleines Fach für Sonnenbrillen oder irgendwas Kleines halt eben, was man mitnehmen möchte. Okay. So, wenn ich das mal Probe fahren möchte, wichtig ist ja Thema Probefahrt, der normale Autoführerschein langt. Der reicht aus, definitiv. Bis zu 50 Kubik kann man ja mit dem Autoführerschein fahren. Kann man fahren und das Ganze kann man hier testen in Homburg an der Saar, gegenüber vom Hotel. Das ist kein Hotel, es ist der Homburger Hof. Der Homburger Hof, ist ja. Das ist eine Gaststätte, genau. Schon ewig, ja. So, Homburger Hof ist da und wir sind bei Zweirad La Russa. Du hast ein neues Transparent gekauft. Das werden wir gleich mal zeigen, denn von der Ferne aus hat man dich nicht so gut erkannt am Anfang. Das haben dann relativ viele gesagt, die gesagt haben, ich habe sie ein bisschen gesucht, obwohl wir es ja permanent immer wieder zeigen. Also da ist der Homburger Hof, da ganz, ganz wichtig auf der rechten Seite der Friseursalon Jano. Genau, der Jano. Richtig. Jano und da vorne ist die Fahrschule Rot, der Brunnen ist da und hier, da oben steht es, Zweirad La Russa, E-Mosa ist so das zweite. Man findet dich eigentlich direkt im Moment bei Google unter E-Mosa, ganz das genau. Zweirad La Russa, das muss man noch einführen. Das ist jetzt noch aktuell, richtig, man sagt halt eben E-Mosa bei Zweirad La Russa. Sehr schön, hier vorne, ich zeige es nochmal gerade, jede Menge Roller hier drin, Dutzende Roller, die da sind, aber nicht nur Elektroroller, du hast auch Verbrenner. Und wir haben auch Verbrenner hier, ganz genau. So, vielen Dank fürs Einschalten und wenn Sie mal Lust haben, kommen Sie nach Homburg. Im Moment Winteröffnungszeiten in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, Mittwoch und Samstag im Moment noch geschlossen. Wird sich das ändern im Sommer? Das wird sich auf jeden Fall ändern, jetzt in den nächsten Tagen. So ist das. Und hier haben wir uns auch schon gezeigt, eine X-Nord 125 von Motron. Danke fürs Einschalten. Tschüss.